Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Heute werden wir gemeinsam wieder Kawaii zeichnen und zwar diese putzige Avocado. Alles was ihr dafür braucht und wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Für unsere Kawaii Avocado brauchen wir ein Blatt Papier, dann habe ich hier einen Bleistift zum Vorzeichnen, einen Radiergummi, einen pinken Filzstift, einen hellgrün sowie einen dunkelgrün, einen braun und einen schwarzen Filzstift. Als erstes malen wir ein Oval. Das kann ruhig nach unten so ein bisschen dicker und bauchiger sein. In etwa so. Dann malen wir zwei Kreise. Das sind die ganz typischen Kawaii-Kulla-Augen, wie ich sie immer nenne. Und in die Kreise male ich jetzt noch zwei kleine Kreise, wobei einer ein bisschen größer ist als der andere. Das sind dann die Reflexionen. Dann darf natürlich der Mund nicht fehlen. Hier würde ich jetzt noch links und rechts ein paar pinke Bäckchen malen. Das male ich aber nicht mit dem Bleistift vor. Und hier in der Mitte male ich noch einen großen Kreis. Das ist dann der Avocado-Kern. Vielleicht noch ein bisschen runder. So, und dann können wir das Ganze auch schon ausmalen. Die Avocado ist jetzt fertig im Kawaii-Stil. Ich finde die ziemlich süß, vor allem mit den Kulla-Augen. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch weitere Kawaii-Videos sehen möchtet, gerne einen Daumen nach oben geben und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr gerne Avocado esst. Das ist ja schon ein sehr, sehr spezieller Geschmack. Ich mag das ganz gerne, vor allem Guacamole. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!